sex, money, feels bad. Baby, don't you cry. Sex, money, feels bad. Baby, don't you cry. Hey guys, was geht? Mein Name ist Rebecca, what you can say back here. Ich weiß nicht genau, was ihr alles gerade seht im Hintergrund, nicht im Hintergrund. Ich benutze gerade eine andere Kamera. But, willkommen zurück zu meinem YouTube-Video, beziehungsweise zu meinem YouTube-Kanal. So, heute mit einem Make-up-Tutorial, weil so viele mich gefragt haben, ey, Becky, kannst du ein Make-up-Tutorial machen? Kannst du ein Make-up-Tutorial? Jetzt bin ich geschminkt. Oh, ihr werdet sehen, wie ich das gemacht habe. Like, I change my technique every now and then. Und ich sag euch aber ehrlich, es bleibt immer das Gleiche, ne? Also von der Technik her. Manchmal benutze ich einfach nicht so helle Concealer. Like, I just like to stay in my skin color. No lights. Wie heißt das? On the bright, on the eye, nothing. Aber manchmal auch so. Deswegen, aber die Technik, die bleibt immer gleich bei mir. Die Routine bleibt immer gleich. Außer ich benutze andere Produkte. So, yeah, I hope you liked the video. I hope it was a little bit helpful. Because I keep, like, y'all keep, Palette ist übrigens auf FaceTime. Y'all keep quite, like, asking me. I can't even talk. Y'all keep asking me, like, okay, what do you do? What do you do? Now y'all know. Now y'all can do it. Deswegen, ja, ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Und without further ado, ich habe schon zu viel geredet, würde ich sagen. Let's go. So, hey guys. Hier bin ich als VoiceOver. Als allererstes benutze ich meinen Elf Power Grip Primer und mache ihn auf mein Gesicht. Und benutze ihn, bevor ich anfange mit Foundation, alles. Davor mache ich immer meine Skincare-Routine. Die ist jetzt nicht gefilmt worden, aber die kann ich euch gerne irgendwann mal filmen und auch zeigen. Dann mache ich meine Augenbrauen mit meinem Edge Control und so einer Brush und forme die einfach. Ich bürste die nicht hoch oder sonstiges. Ich forme die einfach, mache sie so, wie ich sie mag. Früher habe ich oft so Brows gemacht, aber I kind of looked crazy, so I just stayed within my form lines. Und ja. Dann benutze ich mein Halo Glow, das letztens leider kaputt gegangen ist. Aber mein Halo Glow in der Farbe Rich Deep und verteile ihn über mein Gesicht. Ihr seht, ich benutze wirklich kein Produkt auf meiner Stirn, da ich gerne das Produkt benutze, was noch auf deinem Pinsel ist bzw. war, und mache das dann auf meine Stirn. Ich habe früher mein Foundation bzw. mein Halo Glow so eingearbeitet, wie als würde ich malen, aber seit neuestem mache ich das nicht, stupfe das gerne. Und ja, als nächstes benutze ich meine NARS Foundation, die in der Tube in der Farbe New Calcedonia. Und ich benutze nicht allzu viel Foundation, to be honest. Immer nur ein paar Pünktchen, und die arbeite ich dann auch in meine Haut ein. Als nächstes benutze ich meine Concealer. Und zwar benutze ich als allererstes den Too Faced Concealer in der Farbe Mahogany und mache in den Inneren meines Auges und am Ende neben meiner Nase, unter meiner Nase und an mein Kinn. Während dieser Concealer dann trocknet, benutze ich mein Halo Contour Ding und mache das auf meine Wangen, meine Nase und an meinem Nasenende, kann man das so nennen. Und dann nehme ich meinen Concealer noch einmal und gehe unter meine Augenbrauen und lasse es dann trocknen, während ich mein Contouring mit einer spitzen
Brush, kann man das so nennen, seiner spitzen Brush, einarbeite in drehenden Bewegungen. Also nicht einfach so, ne, sondern ich drehe den und arbeite dann in die Richtung. So, als nächstes nehme ich eine etwas pointerige Brush und arbeite dann mein Nasenkontur rein, ziehe das hoch bis zu meinen Augenbrauen und dann auch runter bis zu meiner Nasenspitze, sodass es einfach schön und gleichmäßig verblendet ist. Ich weiß, so flüssige Kontur kann sehr patchy werden, deswegen achte ich immer drauf, dass das sehr gut eingearbeitet ist und verblendet ist, da ich später keine harsh Lines haben möchte. Dann nehme ich eine Blending Brush für Eyeshadow und arbeite meinen Concealer ein. Nachdem ich das gemacht habe, gehe ich rein mit der helleren Farbe Karamell von Too Faced und mache die eigentlich nur ins Innere meines Auges. Und während das trocknet, forme ich bzw. conceale ich meine Augenbrauen, aber nur unten, da ich das oben einfach manchmal zu hell finde. Mit einer Flat Brush und dann gehe ich mit der gleichen Blending Brush, mit der ich gerade meinen Concealer concealed habe, rein und verwende die Harsh Lines. Dann gehe ich mit dem Rest vom Concealer auf meine Stirn und bearbeite das da alles nochmal ein bisschen und gehe nochmal über ein paar harsche Ecken nochmal. Dann bearbeite ich den helleren und gucke, dass er gleichmäßig ist, sodass es nicht zu hell ist oder irgendwie aussieht, als würde ich, keine Ahnung, einfach darauf achten, dass alles immer sehr schön verblendet ist, da das bei viel Produkt immer wichtig ist, sehr viel zu blenden. Dann gehe ich nochmal rüber mit meinem nassen Beauty Blender und gehe über die Ecken und da, wo einfach viel Produkt drauf war und bearbeite das schön gleichmäßig, dass da, wie gesagt, keine Harsh Lines sind. Als nächstes benutzen wir Sitting Spray. So benutze ich gerade noch das Setting Spray von Maybelline in der pinken Dose fürs erste Setting. Und das lasse ich dann trocknen. Manchmal gehe ich auch mit dem Föhn drüber, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Dann komme ich zum Bronzen. Zwar bronze ich mit Mokamami von Fenty und nehme die gleiche Brush, mit der ich vorhin, also es sind alles leider Eyeshadow-Brushes, meine Nase konturiert habe und konturiere diesmal mit dem Bronzer. Und gehe dabei auch in meine Augenbraue bzw. unter meine Augenbraue, ziehe es hoch bis zu meinen Augen und runter zu meiner Nase. Und dann ist der Rest wirklich nur noch verblenden, sodass keine Harsh Lines sind. Dann nehme ich eine Angled Brush und bronze meine Wangenknochen bzw. mein Gesicht, später auch meine Stirn, aber zuerst meine Wangen und dann mein Kinn bzw. unter mein Kinn, weil ich es einfach mag, diesen Sharp Look zu haben. Dann gehe ich rein mit einem Setting Powder von Catrice in der Farbe 30W und sette meine Augen mit einer, also so einer fluffigen Blending Brush, eine etwas größere, und sette einfach unter meine Augen damit, da ich das Gefühl habe, dass es dann länger hält. Dann geht es auch schon zum Baking direkt rüber, und zwar benutze ich Coffee Cake in der kleinen Box und mache so mein Contour sharp.
beziehungsweise ein bisschen sauber, einfach damit alles clean aussieht. Natürlich nicht zu harsch, aber dazu kommen wir gleich, dass wir diese Haarsteins wegmachen. Dann kommen wir auch direkt schon zu Konafa unter die Augen mit Baking Powder von Huda Beauty, tut mir leid. Beide Baking Powders sind von Huda Beauty. Arbeite ich rein. Konafa unter mein Auge. Mit diesen, wie heißt das? Ich habe vergessen, wie das heißt, Leute. Den Pads, diesen Pads einfach. Ich habe vergessen, wie die heißen, Leute. Oh mein Gott. Und auch meine Nase, Nasenspitze, Nasenrücken. Zeige ich auch nochmal, dass ich Konafa benutzt habe. Und als nächstes gehe ich mit meinem Rouge. Ich liebe tatsächlich roten und pinken Rouge. Dieser ist von Revolution. Ich liebe die Blushes von Revolution in der Farbe Korall und setze den sehr hoch auf meine Wangenknochen an und bearbeite ihn dann ein bisschen runter. Dann chill ich ein bisschen. Dann nachdem bearbeite ich ein bisschen meine Augenbrauen. Ich fülle meine Augenbrauen meistens nicht aus, weil dann kämme ich sie einfach nochmal richtig und gehe mit einem braunen Mascara nochmal durch. Und dann benutze ich eine andere Brush, die so ein bisschen stumpfer ist und mache den Excess Powder weg. Und wie ihr seht, ich verblende das auch ein bisschen mit dem Kontur, damit es nicht so harsche Lines hat. Und da seht ihr, wie ich meinen Nasen-Setting-Powder wegmache. Und da gehe ich nochmal rüber mit der gleichen Brush, die ich fürs Kontur benutzt habe, nachdem ich mein Band abgemacht habe, damit alles einfach ein bisschen verblendet aussieht. Dann als allerletztes benutze ich Setting-Spray, den Spray von Charlotte Tilbury. Und das war's auch schon mit dem Video, Leute. Sorry für das abrupte Aufhören. But I hope you liked the video. Ich versuche noch ein paar Clips von meinem Make-up zu zeigen, wie es aussah. Beziehungsweise ihr seht das jetzt gerade. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. We'll see you next time. We will see each other next time. Yes. God bless. Bye.